Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video wollte ich mit euch weitermachen mit meinem Jeep Wrangler Enjora Hardbody Karosserie. Und zwar habe ich mir was ausgedacht, da das ja so eine offene Version ist, habe ich mir was dafür bestellt. Und zwar hat ja der hier solche normale Türen, geschlossene, ganz große, so wie beim normalen, also mit Hardbody-Dach. Und ich habe mir gedacht, ich bestelle mir solche Gitter oder Rohre, Türen und werde die dann verbauen. So, und zwar habe ich mir da so ein Paket bestellt, der ist schon da. Und das wollte ich jetzt mit euch zusammen auspacken. So. Kommt in eine Tüte. So, das müssten für vordere und für hintere Türen sein. So sieht das jetzt aus. Ja, da sind dann die vorderen Türen. So sieht das aus. Kann ich mal die linke holen. Ich glaube, das ist dann die linke, wenn ich mich nicht täusche. Die wird dann so hier montiert, kann man das sehen, und sollte eigentlich für das Modell sein. Und dann kommen hier noch die Spiegel dran, so kommen die Spiegel noch dran, und dann soll das ja so komplett aussehen. Die kann ich ja nicht mehr benutzen, weil die sind an der Türen dran und das wird dann so ungefähr aussehen. So, hier sind ja noch die hinteren Türen. Hier sind noch die hinteren Türen. Irgendwie sieht er so aus, als ob die nicht passen, aber kann sein, dass ich mich auch täusche. Aber ich denke mal, das wird stark aussehen. So. Wie gesagt, die Türen kommen dann so in einem Paket, sind zwei vorderen und zwei hinteren und dann die Haltestifte. Die muss ich dann Karosserie auseinanderbauen, die Stifte rausschlagen oder rausdrücken und dann durch neue ersetzen. Dann werde ich das jetzt auseinanderbauen und wenn ich fertig bin, dann zeige ich euch mein fertiges Resultat. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Nun sind die Türen montiert, wie ihr gesehen habt, in Schnellvorlauf. Und so sieht er jetzt aus. Ich finde, das passt jetzt besser zu dem Käfigkarosserie. Sieht voll geil aus. So eine offene Version. Jetzt sind natürlich keine Füße mehr zu sehen. Aber ist ja nicht schlimm. Die Türen gehen auch. Bisschen schwer, aber das ist gut, weil die anderen sind immer von alleine aufgegangen. Wenn du irgendwie stark über Bodenwellen gefahren bist oder sowas. Aber diese gehen jetzt mit bisschen Widerstand auf. So sehen sie jetzt aus. Dann auch wieder zack, mit Widerstand einhaken. Und so sieht er jetzt aus. Ich finde, das ist richtig gut gelungen. Und für diese kleinen Upgrade sieht das richtig schön aus. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mich gerne ein Abo da und Like. Das würde mir sehr freuen. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.